Herzlich willkommen zum Vortrag mit Google und Facebook ins Web 3.0. Sie alle scheinen irgendwie ein grundsätzliches Interesse am Web zu haben, sonst wären Sie nicht hier. Wissen aber vielleicht noch nicht genau, was ist das Web 3.0 eigentlich. So genau weiß das noch niemand, aber es gibt davon einige Definitionen, unter anderem von Wikipedia. Schauen wir uns doch erstmal einmal kurz an, wer bin ich überhaupt, warum stehe ich hier, warum erzähle ich Ihnen etwas? Ich bin Gründer von einem Freelancer-Netzwerk, nennt sich Brandability. Wir versuchen für Marken, beziehungsweise für noch nicht Marken, für Produkte eine Marke aufzubauen und die Kommunikation für ihn zu übernehmen, Marketing und so weiter. Ich habe mittlerweile auch schon 8 Jahre Erfahrung mit Online-Communities und sozialen Netzwerken, also nicht die sozialen Netzwerke, wie sie heute bestehen, sondern die Urformen damals, die ja auch in einer gewissen Art und Weise auch schon soziale Netzwerke waren. Ich habe hier auch einen Social Media Berlin Stammtisch, zu dem Sie gerne kommen können. Unter socialmediaberlin.com finden Sie alle Informationen. Der nächste wird bald angekündigt. Und weitere Business Events sind in Planung. Falls Sie da Interesse haben, mit mir irgendwie zusammenzuarbeiten, können Sie gerne danach auf mich zukommen. Gut, dann fangen wir auch schon an. Was ist eigentlich das Web 3.0, wie wir es jetzt betiteln? Das Web 2.0 ist ja eigentlich noch gar nicht so richtig angekommen. Der Otto Normalbürger weiß gar nicht genau, was soll ich mit Facebook, was soll ich mit Twitter? Schon gibt es das nächste, Web 3.0, ändert sich jetzt alles, was ändert sich? Wir werden es herausfinden. Wikipedia, wie gesagt, liefert hier eine ganz gute Angabe. Das Web 3.0 ist irgendwie die Zusammenführung vom semantischen Web und die sozialen Ansätze des Web 2.0. Klingt jetzt erstmal sehr theoretisch. Schauen wir uns dazu einmal noch mal kurz an, was ist das semantische Web? Damit wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Die Informationen im Web sollen von Maschinen interpretiert und automatisch maschinell weiterverarbeitet werden. Das bedeutet, im Gegensatz zum Web 2.0, wo Personen miteinander in Beziehung stehen, gegenseitig Content sich zuschieben, wird hier das Ganze vom Server verarbeitet, aufbereitet für den User und eine ganz neue Information kann auch entstehen. Das Ganze wird auf die Art gemacht, dass Metadaten, die der Seitenbetreiber oder auch derjenige, der den Artikel schreibt, in seine Seite eingibt, zum Beispiel halt über die Metadaten, die sich im Quelltext befinden und damit grundsätzlich eine Zuordnung von den Daten angibt. Sprich, was ist eine Person, was ist ein Ding, was ist ein Ort oder ähnliches und damit die Daten erstmal grundsätzlich für den Computer vorsortiert sind, damit er sie weiterverarbeiten kann. Bisher passiert das im kleinen Rahmen, man kennt das mit Tags und Keywords, man versucht das irgendwie alles zusammenzuordnen, auch um das Ganze auf Google zu optimieren, damit Google die Webseite auch gut findet. Das Ganze soll jetzt aber halt einen Schritt weitergehen und die Daten entsprechend für den User aufbereiten. Dazu gucken wir uns einfach mal kurz an, wie das ganze Konstrukt so aussieht. Hier ganz einfach dargestellt, der User im sozialen Netzwerk steht in Beziehung zu verschiedenen anderen Usern und verschiedenen Daten, die er irgendwie um sich herum paart, sprich, welche Interessen habe ich, was mache ich eigentlich in meinem Urlaub, wo fliege ich hin. Und das semantische Web ist eigentlich nur eine Verknüpfung von Daten, die aber maschinell, wie gesagt, zusammengefügt werden. Und das Ganze ist nun die Verknüpfung aus beiden. Also der User mit seinen ganzen Daten und den Kontakten, die wiederum Daten haben, mit den Daten, die maschinell aufbereitet werden. Gut. Semantische Websites gibt es bereits. Ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgenommen, Wolfram Alpha. Ich denke mal, den meisten von Ihnen wird das irgendwie was sagen. Falls Sie es noch nicht angesehen haben, auf jeden Fall einen Blick wert. Hier haben wir mal eine Seite für Berlin. Das Ganze sieht jetzt irgendwie aus wie so ein Wikipedia-Artikel mit Bildern. Die wichtigsten Informationen sind da drauf. Wie viele Menschen leben da? Wo befindet sich Berlin eigentlich in Deutschland? Welche Städte gibt es dort? Und so weiter und so fort. Diese ganzen Daten wurden nicht wie bei Wikipedia jetzt von Menschen zusammengetragen, die sich da den Nachmittag mit irgendwie verderben, sondern das Ganze wird maschinell aufbereitet und der Mensch hat einfach kein Zutun mehr, was natürlich die Aufbereitung von Informationen generell einfacher macht. Gucken wir uns einfach mal kurz an, welche Daten haben denn eigentlich die großen Internetgiganten, um die es hier geht, Google und Facebook? Weil die sind, denke ich mal, für jeden irgendwie die ersten, wenn man an Daten denkt. Wer hat denn eigentlich Daten
Google und Facebook, klar. Man wird die ganze Zeit irgendwie ausspioniert, Datenschutz hin und her, hier in Deutschland sehr großes Thema. Aber sie haben auf jeden Fall einige Daten, die sie verwerten können. Und welche? Gucken wir uns jetzt zuerst mal Google an. Nur eine kleine Übersicht. Google weiß, auf welchen Websites wir sind, was für Suchanfragen wir stellen, welche Mails wir haben mit Google Mail, welche Dateien durch Google Desktop, welche Kontakte wir haben theoretisch durch Google Talk. Aber man muss auch direkt dazu sagen, Google hat nicht die Daten, die jetzt Facebook hat oder andere soziale Netzwerke. Sie versuchen es zwar immer wieder, haben es aber bisher noch nicht so richtig geschafft, um soziale Netzwerke irgendwie aufzubauen und soziale Kontakte herzustellen zwischen Personen. Grundsätzlich aber sind die ersten Ansätze da. Des Weiteren Orte, Fotos, Videos durch YouTube, Google News, man kennt sie. Nutzungsverhalten auf Websites durch Google Analytics, wunderbar. Wer Google Analytics benutzt, weiß, wie umfangreich das ganze Angebot da auch ist, also welche Daten dort verknüpft werden schon. Jetzt noch die sozialen Daten dazu und das Ganze wird wirklich interessant. Sie wissen auch, auf welche Webseiten wir klicken, durch Google AdWords oder AdSense. Und jetzt kommt auch noch Google in den mobilen Markt. Also mit dem Smartphone, Android, überholt gerade iOS, findet also dort direkt im Betriebssystem Platz und hat dann alle Daten, die der Nutzer irgendwie über sein Handy macht, eigentlich parat. Genau das Gleiche passiert mit Tablets jetzt, mit Honeycomb. Genauso zumindest, wenn Sie das iPad dann irgendwie ablösen können, auf welche Art auch immer. Und auf Netbooks dann als nächstes mit Chrome OS, die nächste Form der Überwachung von Google auf unseren mobilen Geräten. Und natürlich noch tausende Daten mehr. Facebook hat dagegen aber einen Vorteil, den Like-Button. Google hat jetzt gerade heute, vielleicht jetzt schon, ich weiß es nicht genau, ob es jemand vielleicht beobachtet hat, jedenfalls gestern Abend kam auf TechCrunch eine Nachricht, dass es jetzt soweit sein würde und heute, vermutlich abends, dann der +1-Button von Google vorgestellt wird genauer und dann auch released wird. Aber Facebook hat halt einfach den Like-Button schon auf Millionen von Websites und damit erstmal die Nase vorn grundsätzlich, weil der Nutzer über einfache Art und Weise eine Bewertung für eine Webseite, für einen Link, für ein Produkt geben kann. Ob Google damit irgendwie mithalten kann auf in näherer Zeit, das wird man dann sehen. Bisher ist es noch nicht der Fall. Facebook. Facebook hat natürlich sehr viel interessantere Daten, was zumindest diesen sozialen Ansatz angeht. Also was schreiben wir die ganze Zeit ins Netz irgendwo? Welche Websites mögen wir eigentlich genau? Welche Marken mögen wir? Die ganzen Markenwebsites geben Millionen Budgets aus, um irgendwie auf Facebook werben zu können, um Fans zu sammeln. Sie versuchen irgendwie in der Kommunikation die Leute dazu zu locken, auf ihre Facebook-Seite zu gehen. Das Ganze will natürlich Google irgendwie auch haben. Weil das ganze Werbebudget soll ja nicht zu Facebook gehen, sondern Google will es weiterhin behalten. Vor allen Dingen wichtig natürlich die Kontakte und Kontaktgruppen. Durch Diaspora hat man gesehen, wie wichtig auch diese Kontaktgruppen sind und dass die Daten in den verschiedenen Netzwerken bleiben, die wir an Kontakten haben. Also einerseits die Arbeitskollegen, dann die Freunde, irgendwie, die wir privat haben, alle verschiedenen Interessen, die eigentlich gar nicht so zusammengehören und wir wollen die Informationen eigentlich nur bestimmten Kontaktgruppen zuordnen, anstatt sie der kompletten Öffentlichkeit freizugeben. Zumindest in einigen Fällen. Natürlich auch Fotos und Videos, klar. Orte jetzt über die mobile App mit dem Einchecken. Veranstaltungen, wie gesagt, die Verknüpfung von Personen. Die Verknüpfung von Personen und Daten haben sie auch schon, werden aber noch nicht semantisch aufbereitet. Hier also auch die Chance für Facebook. Und noch einige Daten mehr. So, was macht das Ganze so interessant? Das Ganze ist deshalb so interessant, weil die Empfehlung von Bekannten so die wichtigsten Daten sind, die man haben kann, beziehungsweise das meiste Vertrauen bekommt man einfach durch die Empfehlung von Bekannten, also soziale Empfehlungen, die Facebook indirekt ausspricht über die Likes, welche Freunde haben ein Produkt geliked oder diesen Shop geliked. Das Ganze ist eigentlich die Übertragung vom Kaffeeklatsch, den es damals gab, wo man sich unterhalten hat, ja, hast du auch schon das neue Nivea-Produkt probiert. Das Ganze passiert jetzt im Internet über diese Likes und dadurch ist natürlich das Kaufverhalten ein anderes. Also man kauft nicht mehr das, was man sowieso schon kennt, sondern kauft dann auch potenziell die Sachen, die man noch nicht kennt, weil sie halt einfach Freunde empfohlen haben. Oder Online-Konsumentenbewertung. Hier gibt auch die Gesamtzahl an Likes natürlich dann Ausschluss darüber, wie
berühmt ist dieser Shop oder wie viel Trust sollte ich diesem Shop zusprechen, wenn er nur 50 Likes hat oder gar nicht Facebook angebunden hat, wenn er aber 100.000 Likes hat, okay, der ist vertrauenswürdig, da kaufe ich was. Gut, kommen wir zum Web 3.0 der Zukunft. Das ist eigentlich das Interessante, so wie es bisher ist. Semantisches Web ist noch nicht so richtig angekommen. Wolfram Alpha hat noch nicht so viele Daten, kann sie noch nicht verwerten, weil die Webseitenbetreiber noch nicht richtig mitspielen. Und trotzdem soll es jetzt kommen. Und dazu gibt es ein paar Ideen, die ich mir jetzt mal erdacht habe, wie das Ganze in Zukunft aussehen kann. Der erste Schritt quasi wäre, wenn Google und Facebook mal kooperieren würden. Ich weiß, das Ganze ist ziemlich unwahrscheinlich. Die beiden sind eigentlich Konkurrenten. Aber nehmen wir es jetzt einfach mal an. Ja? Der Like-Button könnte in die Suchergebnisse kommen, so wie es jetzt mit dem Plus-1-Button passiert. Der Vorteil wäre hier, es wäre kein neuer Button, sprich man bräuchte nur einen Button einfügen und hätte direkt die soziale Empfehlung. Die Google-Suche in Facebook integriert, ganz wichtig. Facebook hat in dem Sinne noch gar keine richtige Suchmaschine und wollen es ja eigentlich aufbauen oder doch nicht. Man weiß es nicht so genau, alles Gerüchte. Aber wenn Google die Suchmaschine in Facebook integriert, dann wird das Ganze wirklich zu einer sozialen Suche. Also nicht nur von den eigenen Kontakten, die man jetzt irgendwie darüber findet, wenn man was in die Suche eingibt oder wenn man nach einem Namen sucht. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie eine Frau kennenlernen will, dann gehe ich jetzt auch nicht bei Facebook rein und suche nach Sandra, weil ich weiß nicht, ob meine Traumfrau jetzt Sandra heißt, sondern ich weiß, dass meine Traumfrau diese Maße hat, diese Haarfarbe und so weiter. Und das sind die ganzen semantischen Daten, die Facebook entsprechend eigentlich verwerten könnte. Ja? Also die ganzen Daten, die wir ins Profil eingefügt haben, die wir zwar durch dieses Facebook Ad-Planner-Tool irgendwo aufgreifen können, was wir aber als User eigentlich noch gar nicht so richtig greifen können und damit Facebook eigentlich ein soziales Netzwerk ist, was in sich geschlossen ist, was man nur über die Daten, die man mit anderen teilt, irgendwie ein bisschen aufbricht, wo man dann wieder eine nächste Kontaktgruppe irgendwie zusammenbekommt. Also sprich, mein Freundeskreis, da sind Personen drin, die dann zum anderen Freundeskreis gehören und so schlängel ich mich langsam durch die verschiedenen Benutzerkreise durch, aber bleibe eigentlich immer in einem bestimmten Umfeld. Ja? Also außer wenn ich jetzt mit Marken interagiere auf deren Fansites, aber wer fügt irgendjemanden hinzu, weil er einen Kommentar bei einer Markenwebseite hinterlassen hat? Eher unwahrscheinlich. Ja. Facebook könnte direkt in Android integriert werden, das, was sie ja irgendwie scheinbar wollten, beziehungsweise mit den Facebook-Phones sieht man ja, dass das Ganze auch für die Hersteller interessant ist. Wenn es jetzt direkt integriert wäre, könnte Facebook natürlich viel genauer, viel schneller an die Daten kommen, weil es einfach direkt mit in der Software drin sitzt und wer weiß, was sich die beiden dann ausdenken würden. Also auch ein bisschen beängstigend vielleicht. Die Check-ins der Freunde bei Google Maps, klar kann man sagen, okay, dieses ganze Check-in-Verfahren, was soll das eigentlich? Irgendwo, ich checke mich irgendwo ein. Wenn ich jetzt sowieso nur täglich auf dem Weg zur Arbeit bin, komme ich dreimal an der Currywurstbude vorbei. Interessiert das irgendjemand? Nee, eigentlich nicht. Wenn das Ganze aber irgendwo in einem Kontext miteinander steht, also bei der Google Maps-Suche zum Beispiel, ich sehe, okay, meine Freunde besuchen jetzt genau diese Currywurstbude dreimal am Tag, die liegt ja auf meinem Weg, gehe ich doch da mal hin. Also die sozialen Empfehlungen in diesem normalen Umfeld von der Google Map würden, denke ich mal, auch viel mehr Interesse bürgen. Genauso auch mit Google Earth. Ja? Also welchen Urlaub soll ich machen? Soll ich in die Türkei gehen? Soll ich in Deutschland bleiben? Okay, meine Freunde haben mir dieses Hotel empfohlen. Ach, da ist ja direkt auch ein Hotelbuchungsportal direkt gebucht. Meine Freunde haben es mir empfohlen, muss ja gut sein. Bisschen abwegig wahrscheinlich, aber theoretisch auch möglich. Ein Preisvergleich auf diesen Markenwebsites, sprich ein Anbieter von Autos, VW, bietet auf der Webseite, also auf der Facebook-Markenfanseite, verschiedene Anbieter an, die diese Autos verkaufen, wenn sie es nicht direkt vertreiben, sondern halt über Drittanbieter. Das wäre die erste Idee, wie gesagt, ziemlich unwahrscheinlich. Die beiden können sich irgendwie nicht so ganz gut leiden. Von daher kommen wir zum zweiten Ansatz. Kommen wir noch nicht. Wir kommen jetzt noch mal kurz zu Google und Facebook. Welche Daten haben die beiden, wenn sie zusammen kooperieren? Wir haben die Daten, was macht der User, wo macht er es, mit wem macht er es. Klingt jetzt irgendwie nach einem Briefing für einen Pornofilm, ist jetzt aber auch für die beiden Unternehmen irgendwie von Relevanz. Ich lese das mal einmal ganz kurz ab, was für Daten die beiden dann haben. Was macht er? Also allgemeiner, was interessiert eigentlich den User? Welche Interessen hat er angegeben?
kauft er sich Karten für ein Konzert, weil er das ganz gerne mag, baut er gerade ein Haus, spielt er Fußball oder guckt das nur zu Hause auf der Couch. Das sind natürlich essentielle Unterschiede, die von der Semantik her erstmal das Gleiche sind. Also Fußball mögen heißt ja nicht gleich, dass man Fußball spielt. Wo macht er es? Kauft er sich die Karten vor Ort? Kauft er sie im Internet? Und genau auf welcher Website kauft er sie eigentlich? An welchem Shop kauft er sie? Die ganzen Daten hat Google zwar schon, aber mit Facebook kann man dann auch die Daten bestimmen, wohin der User geht, indem man das über die sozialen Empfehlungen halt forciert, welcher Shop von Interesse ist. Mit wem macht er es? Geht er alleine ins Konzert? Baut er das Haus für seine Familie oder ist es sein Job? Da auch wieder extremer Unterschied. Wenn er es für seine Familie baut, hat er einen ganz anderen Bezug zu diesem Haus, ja, mit ganz anderen Personen. Das Ganze wird durch die semantischen Daten erstmal nicht klar, sondern jetzt mit der Verknüpfung von den sozialen Daten macht es erstmal das Gesamtbild rund und bestimmt dann überhaupt, warum er dieses Haus zum Beispiel baut. Gut, kommen wir jetzt aber zur nächsten Idee, Google Me. Was ist Google Me? Kommt Google Me? Wie sieht Google Me aus? Genau kann man es nicht sagen, aber laut Google scheint es jetzt kein soziales Netzwerk zu werden, sondern nur die Anreicherung von sozialen Komponenten in die sowieso schon bestehenden Services. Ist wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, weil gegen Facebook irgendwie anzutreten ist wahrscheinlich relativ schwierig in diesem Markt. Von daher nimmt man einfach diese ganzen Funktionen, die Facebook irgendwie in einem Service integriert hat und packt sie auf die Services, wo der User sowieso sich schon auffällt, zum Beispiel halt in diesen Suchergebnissen. Der Vorteil ist dabei einfach, dass Google die Daten trotzdem bekommt, die sozialen Daten, ohne dass sie jetzt wirklich explizit ein Netzwerk aufbauen müssen und damit, wie gesagt, gegen Facebook konkurrieren, was wahrscheinlich sowieso nicht klappt. Die Möglichkeiten sind dabei quasi endlos, hier nur ein paar Ausschnitte. Die Reiseempfehlung der Freunde, wie ich schon sagte, wo gehen meine Freunde hin, welches Hotel empfehlen sie, mit Google Checkout am besten direkt buchen. Sharing von Daten über Chrome OS, das Ganze wird ja in die Cloud verlegt, Cloud sowieso generell großes Thema. Mit Chrome OS soll das Ganze dann wirklich das erste Cloud-basierte System sein, was auf dem Netbook so beim Endverbraucher irgendwie Sinn machen könnte. Und dann wird das Sharing von Daten natürlich viel einfacher. Also ich schiebe einfach mal ein Video zu meinen Kontakten rüber. Das Ganze wird nicht von Server zu Server transferiert, sondern befindet sich generell einfach in der Cloud. Und die Daten gehören nicht mir, sondern gehören dann halt den Leuten, die ich die Daten freigegeben habe. Besonders interessant für Unternehmen, Influencer-Marketing. Ja, über Google kann man jetzt schon irgendwie genauer auswählen, welche Interessen hat der Nutzer jetzt irgendwie eingegeben, nach was hat er genau gesucht. Und man kann damit irgendwie ungefähr bestimmen, welche Werbung jetzt angezeigt werden soll. Aber wir wollen ja eigentlich an die Influencer. Also im sozialen Netzwerk läuft das Ganze ja über eine Ebene von Leuten, die die Sachen empfehlen und damit die Leute beeinflussen, was sie mögen. Und diese Leute wollen wir ja ansprechen. Und das wäre dann damit möglich, wenn sie diese ganzen sozialen Daten haben. Man könnte diesen Social Graph von den Usern abgreifen und in Google Analytics entsprechend darstellen, welche Netzwerke meine Seite besucht haben und über AdWords das Ganze dann entsprechend bewerben. Das Ganze bisher halt über Google nur kontextsensitive Werbung, jetzt das Ganze sozial. Ob es kommt, wie es kommt, können wir jetzt noch nicht genau sagen, aber ich denke, dass da Google noch einiges im Petto hat, weil mit Buzz und Orkut, was jetzt in Brasilien und Indien irgendwie bekannt war, aber sonst weltweit jetzt keinen Ruhm erlangt hat, da muss noch was kommen. Ein Vorteil, den Facebook einfach bisher hat, sind diese Fansites. Ja? Also dieses Millionenbudget, was sie da reinstecken und so. Facebook hat es, Google will es haben. Google Pages wäre irgendwie die logische Konsequenz daraus. Wie Google einfach in den Markt reinkommen könnte, ist eigentlich klar. Wenn ich eine Fansite aufbaue auf Google Pages, dann muss ich das Ganze tun, weil die Pages dann die Suchergebnisse bestimmen. Ja? Also wenn sie sagen, okay, die Seite, die mit der Facebook-Seite mit der Google-Pages-Seite verknüpft ist und die am meisten Aktivität hat und die meisten Leute folgen oder die meisten Leute Fans sind, stehen auch in den Suchergebnissen ganz oben. Das ganze Thema SEO würde sich damit einfach komplett nochmal neu wenden. Ja? Es wäre für den Suchmaschinenoptimierer natürlich auch viel schwieriger, darauf zu optimieren. Aber es kommen endlich die Websites auch nach oben, die entsprechend auch von den Leuten wirklich gemocht werden. Natürlich auch möglich die Anbindung an andere Google Services. Ja? Also in Google Maps irgendwie
anzeigen, welche Freunde haben die Orte gemocht und so weiter, wie ich schon sagte, direkt auf der Google-Page dargestellt haben. Zudem würde eine umfangreiche Produkt- und Unternehmensdatenbank irgendwie selbstständig entstehen oder könnte noch forciert werden von Google, so wie dieses Google-Verzeichnis, das sie jetzt haben, was aber eigentlich nicht so aktiv benutzt wird, nehme ich mal an, so das, was ich gesehen habe zumindest. Und damit könnten sie wirklich eine Produkt- und Unternehmensdatenbank aufbauen, die auch aktuell ist, wo die Unternehmen selbstständig die Sachen pflegen und nicht mehr von Google, von einem Mitarbeiter gepflegt werden müssen. Ja, jetzt wird es eigentlich wirklich interessant. Google und Facebook, okay, die machen irgendwas. Die Giganten, die haben Milliarden, die sie irgendwo reinstecken können, einfach nur, um es zu testen. Aber was bringt uns das Ganze eigentlich? Also was bringt es den Startups oder auch die Unternehmen, die schon auf dem Markt sind, die irgendwie ein Produkt versuchen zu bewerben? Wie können wir von dem Web 3.0 eigentlich profitieren? Einerseits ist der Einstieg derzeit noch relativ einfach, beziehungsweise generell ist es relativ einfach, wenn man sich jetzt an die Großen klemmt, sprich an die Facebook-API und Open-Source-Projekte wie von Google, zum Beispiel Google Wave, wird ja der Source-Code jetzt veröffentlicht oder wurde veröffentlicht und kann benutzt werden. Damit hat man erstmal den Zugriff auf die ganzen Nutzerdaten, die Facebook hat. Wir können also die ganzen sozialen, also den Social Graph von Usern abgreifen, indem der User mit seinem Facebook-Account sich einloggt, den auch noch über 700 Millionen aktive Nutzer, zumindest laut Facebook, besitzen. Somit brauchen wir kein eigenes Login-Verfahren und wir haben einfach die kompletten Daten vom User schon, wenn er uns die Freigabe dafür erteilt. Genauso auch Google Wave. Das ganze Thema ist ja irgendwie so ein bisschen untergegangen und war nie so richtig erfolgreich. Ich glaube aber, dass in dieser Echtzeit-Kollaboration viel mehr steht, als es damals von Google aufgebaut wurde. Ich glaube, da hat Google irgendwie das auch vielleicht nicht richtig beworben oder so. Ist eigentlich spannend, auch wenn jetzt zum Beispiel Google und Facebook doch zusammen kooperieren würden, die Events erstellen in Facebook, aber das Ganze in Echtzeit und mit Freunden das Event zusammen gestalten, anstatt nur irgendwie in die Comments zu schreiben, ich bringe das und das mit, kann man es halt direkt in einen umfassenden Eintrag fassen. Ich denke also, dass da auf jeden Fall noch einige Möglichkeiten bestehen, wie man sich direkt mit solchen Services eine Basis erstmal aufbauen kann. Jetzt geht es nicht weiter. Okay, ich hatte gedacht, da wäre noch ein bisschen mehr. Irgendwie sind da vielleicht Folien. Ja, erstmal vielen Dank. Das war jetzt ein bisschen sehr kurz, das war so nicht geplant. Gut, dann erzähle ich einfach nochmal kurz, wie genau das Web 3.0 für ein Unternehmen eigentlich aufgebaut werden könnte. Also wie könnte man einen Service etablieren, der Revenue abgibt, ja, der sich profitiert. Man könnte sich vorstellen, man hat die ganzen Daten, die der Nutzer irgendwie auf seinen Service eingibt, in sozialen Beziehungen, also sprich, der Nutzer liked irgendwelche Artikel, interagiert mit Artikeln, mit verschiedenen Personen und die ganzen Daten werden vom Backend quasi zusammen aufgegriffen, weiterverarbeitet. Ja. Und daraus entsteht dann eigentlich die Empfehlung, welches Produkt den User interessiert, was er noch nicht kennt. Ich nehme als Beispiel immer ganz gerne drei Personen, ja. Also zwei Personen mögen VW, alle drei Personen mögen aber Audi, das bedeutet, der VW-Fahrer müsste potenziell auch Audi mögen. Ob das jetzt so ist, sei mal dahingestellt, aber grundsätzlich, wenn man sich das so vorstellt, dass das Ganze skaliert auf 10, auf 100.000 Usern, dann werden die Daten immer genauer, welche Daten mag welcher Nutzer, wie gehören sie zusammen, welche Nutzergruppen mögen bestimmte Inhalte, ja, und können dadurch verwertbar gemacht werden. Und die Webseiten an sich, wie sie gestaltet sind, könnten sich komplett ändern. Also sprich von dem Suchen, wie wir es jetzt machen, weg zum Finden. Sprich, wir gehen auf eine Webseite, wir haben sowieso schon mit Facebook interagiert, haben unsere ganzen Daten da irgendwie eingegeben, haben tausende Websites geliked und das Ganze wird jetzt verwertet im Hintergrund. Und die Webseite stellt uns nur noch die Daten auf die Webseite, die uns wirklich interessieren, die wir potenziell mögen, weil wir bestimmte andere Sachen geliked haben. Also einerseits die Inhalte, die wir sowieso schon mögen, dargestellt, aber auch die Sachen, die wir mögen müssten, aufgrund der Empfehlung von den Sachen, die wir schon gemocht haben. Sprich, man kommt auf eine Webseite, zum Beispiel beim Kino.de, ja? Man sucht irgendwie seinen Film raus, man weiß nicht, was soll man am Wochenende gucken, 5 Filme zur Auswahl, 4 davon irgendwie ist das Genre in Ordnung, aber welcher davon, jetzt noch einen Trailer gucken und News nochmal durchlesen und was weiß ich was, und man weiß immer noch nicht so genau,
Aber die Webseite interpretiert das komplett im Hintergrund und vergleicht deine Daten halt mit anderen Nutzern. Welche Filme haben sie gemocht? Welche Filme hast du gemocht? Sie sind in diesen Film schon reingegangen, haben diesen Film danach gemocht, ja, auf welche Art auch immer, ob sie damit interagiert haben oder ob sie auf den Like-Button klicken. Und die Daten werden dann dargestellt, die der Nutzer noch nicht kennt. Sprich, diese 5 Filme, direkt eine Bewertung, zu wie viel Prozent wird dir dieser Film gefallen? Also ich komme auf die Kinoseite und weiß genau, okay, 70% ist dieser Film für mich interessant, 90% dieser Film und nur 20% dieser. Mir wird also ein bisschen so auch die Entscheidung natürlich abgenommen. Was soll ich mir eigentlich aussuchen? Welchen Film soll ich gucken? Welche Produkte soll ich mögen? Das Ganze wird, wie gesagt, technisch im Hintergrund verarbeitet und dann dargestellt. Und wenn wir das Erlebnis dann auch hatten, dass diese Seite recht hatte, sprich, wir haben dann irgendwie einen Film geguckt aufgrund dieser Empfehlung und wissen beim nächsten Mal, okay, die Seite hat irgendwie recht, ne? Dann vertrauen wir dem Ganzen. Das Ganze sind immer noch soziale Empfehlungen eigentlich, weil es ja von den ganzen Personen empfohlen wurde, die jetzt nicht unbedingt direkt in Kontakt mit mir stehen, aber auch mit mir in Kontakt stehen können. Und damit eine soziale Empfehlung, was gefällt mir nicht. Und dann auch noch dargestellt, welche Freunde davon haben vielleicht diesen Film schon geguckt, kann ich die vielleicht mal fragen, ob der Film wirklich so gut ist. Und dementsprechend dann einfach eine Bewertung von allen Daten, von allen Produkten im Internet passieren kann, die maschinell ausgewertet werden und damit für den User ein ganz neues Erlebnis des Surfens hervorbringen. Das wäre meine Idee, wie die Daten miteinander verknüpft werden können, wie sie eigentlich universell in jedem Service, der irgendwie Daten miteinander verknüpfen möchte, nutzbar wäre und damit halt, wie gesagt, eine ganz andere Art vom Surfen aufbaut. Gut, wie gesagt, vielen Dank. Fragen? Irgendwelche Anregungen? Vielleicht wissen Sie es auch besser, wie das Web 3.0 aussieht. Haben andere Ideen davon? Ansonsten, ja, da hinten. Hi. Eine Frage. Ich würde gerne mal wissen, was der tatsächliche Vorteil ist, noch einen maschinellen Filter zwischen mich und meinen Freunden zu bringen, die ja eigentlich tatsächlich mein Filter sind im Web 2.0. Also ich sehe das jetzt nicht als Web 3.0, unabhängig von Technik, sie meinen Web, okay, geschenkt. Aber wie gesagt, warum noch ein Filter? Es wird ja kein direkter Filter. Also wenn ich aktiv meinen Freunden empfehle, hier diesen Film sollst du dir ansehen, dann ist das natürlich schon sehr direkt und ich werde diesen Empfehlungen vertrauen, wenn ich weiß, dass dieser Nutzer, also dieser Freund von mir, auch entsprechend ungefähr das Gleiche mag wie ich. Aber hier werden ja die Daten von allen Personen, die irgendwie damit interagieren, verglichen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt und damit auf einer irgendwie die Masse bestimmt dann, also das Wissen der vielen bestimmt dann, was ich wirklich mag. Also wenn mir ein Freund diesen Film empfiehlt, heißt das, dass er ihn gemocht hat, heißt aber noch nicht unbedingt, dass ich ihn mögen werde. Ja? Ja, genau das ist ja der Punkt. Ich habe ja verschiedene Freunde. Ne? Ich habe einerseits irgendwie die Business-Kontakte, ich habe die Freunde aus der Schulzeit. Und wer sagt jetzt, dass die genau den gleichen Geschmack haben wie wir? Natürlich vertrauen wir ihnen, wenn er sagt, okay, dieser Shop ist vertrauenswürdig. Dann vertraue ich dem Ganzen. Wenn es aber etwas ist, was halt auf Geschmack vor allen Dingen beruht, dann kann ich dem ja nicht unbedingt einfach direkt vertrauen. Ich vertraue ihm, dass er recht hat. Ja? Also für ihn ist dieser Film gut. Aber ob er für mich gut ist, das weiß ich ja noch nicht. Die Maschine würde jetzt entsprechend die Daten von allen Nutzern miteinander vergleichen. Also wir haben 10.000 Leute, jeder hat irgendwie die Daten über Facebook oder ähnliches in diese Maschine eingegeben, mit den Sachen interagiert. Und jetzt stellt diese Maschine Beziehungen zueinander von den verschiedenen Daten und von den Personen, die diese Daten gemocht haben. Und es werden quasi eine Art DNA aufgebaut, so wie es auch in der Natur besteht. Was mag ein Nutzer, welche Vorlieben hat er? Das Ganze wird halt immer weiter verfeinert über die verschiedenen Empfehlungen, die wir selber ausgesprochen haben, über die Bewertungen. Und zum Schluss entsteht dann ein Netz an Daten, was verglichen werden kann. Also wie gesagt, dieses Beispiel mit 3 Personen, ja, also 2 Personen mögen die eine Firma, 3 Personen mögen aber die andere Firma, dann bedeutet das, dass der Dritte natürlich potenziell auch die Sachen mag, die 2 anderen gemocht haben, weil sie eine Verbindung von verschiedenen Interessen haben. Wenn das Ganze halt dann auf 10.000 verschiedene Interessen oder noch mehr hochskaliert wird, ja, dann wird genauer dieses Profil bestimmt, was der User mag, was er nicht mag, welche Filme er mag. Und so kann ihm genau empfohlen werden, was er dann zum Schluss wirklich mag. Ja.
War das ungefähr verständlich, oder? Ja, für mich eine Schlüssel. Okay. Das interessiert mich, selbst wenn die Maschine 10.000 Leute auswertet, die ich nicht kenne, was interessiert mich das, wenn ich 20 Freunde habe und auch die Maschine unterscheidet mit den Freunden und Business, unterscheidet in die Likes, die passiv oder aktiv verfolgt sind. Und für mich überhaupt schlüssig, warum die Weisheit der Massen bei 10.000 aktiver oder besser sein sollte, als meine 20 Freunde ebenso detailliert in den Kontaktstrukturen. Wie gesagt, sie sind in der Form nicht besser, sondern sie geben mehr Ausschluss darüber, welchen Geschmack habe ich. Also, die Maschine gibt mir mehr Ausschluss darüber, wie viel Geschmack ich habe. Nee, welchen Geschmack ich habe. Das sagt mir die Maschine. Genau. Das kann man so sagen. Also, wenn ich jetzt 20 Freunden vertraue, dann haben die trotzdem irgendwie, wenn ich zum Beispiel in einen Thriller-Fanclub gehe, ja, dann werden diese 20 Leute mir natürlich sagen, dass dieser Thriller richtig geil ist. Ich stehe aber überhaupt nicht auf Thriller. Okay. Aber wenn ich trotzdem mit diesen in Kontakt stehe, weil ich zum Beispiel mit diesen arbeite und dann frage ich denen einfach mal, ja, welchen Film empfiehlst du mir? Ja? Dann habe ich ja trotzdem die soziale Empfehlung von ihm angenommen. Natürlich versuche ich immer, diese Leute auch zu fragen, die potenziell auch das mögen, was ich mag. Aber das weiß ich ja nicht genau, weil ich eigentlich nur bestimmte Anhaltspunkte habe, mit denen ich ihnen übereinstimme. Sprich, ich gehe zum Beispiel mit ihnen Fußballspielen und frage beim Fußballspielen, welchen Film gucken wir an. Dann weiß ich nur, dass sie den gleichen Geschmack an Sport haben, aber nicht den gleichen Geschmack für Filme. Und diese Maschine, also der Server, kann das Ganze halt auswerten und für einen aufbereiten, was so halt für den Menschen quasi unmöglich ist. Ja? Konsequent wäre dann aber, wenn die Maschine auch die Kaufentscheidung trifft und auch den Bezahlprogramm übernimmt, dann überhaupt nichts mehr tun. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, wenn sie auch bezahlen würde. Also wenn Google dann meine Sachen bezahlen würde, wäre ich auch dabei, ja. Ja? So kann man sagen. Also Amazon hat auf jeden Fall da die ersten Ansätze von der Verknüpfung von Daten. Was haben irgendwie andere Leute gekauft? Aber die Art ist halt trotzdem noch eine andere. Also der User sucht ja aktiv nach etwas und findet dann Produkte, die ihnen entweder besser gefallen könnten oder die dazugehören, also Zubehör zu einem Computer oder ähnliches. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, der User geht auf die Seite, gibt nur an, was er ungefähr haben möchte, ich möchte einen neuen Computer haben und findet dann genau die Teile, die halt durch dieses Netz an Daten zu ihm passen und kann sie direkt kaufen, anstatt sie halt erst zu sich selber zu recherchieren. Sprich, also es wird wirklich vom Suchen zum Finden übergehen. Genauso wie es halt auch mit Wolfram Alpha eigentlich ist. Klar, da gibt man auch irgendwie Sachen in eine Datenbank ein, also in eine Suchangabe. Ja. Aber letzten Endes die ganze Suche an sich übernimmt ja die Maschine für einen. Also man findet die Daten, die man haben möchte, über den Begriff, den man eingegeben hat und muss sich nicht irgendwie noch 50 Webseiten durchklicken. Ja? Genau. Das ist richtig. Also bisher ist ja auch noch die Basis noch gar nicht gelegt. Also wie gesagt, man benutzt zwar irgendwie Keywords und Text, aber diese ganzen Metadaten, die genaue Bestimmung, was sind Personen, was sind Dinge und so weiter, die passiert ja noch gar nicht. Und dadurch ist es eigentlich auch für die Services noch gar nicht so genau möglich, die Sachen zu bestimmen. Also es gibt da noch kein umfassendes, wie das W3C, was irgendwie das World Wide Web beschrieben hat, gibt es noch keine Vereinigung, die genau sagt, wie soll ich meine Daten beschreiben, damit sie dann auch maschinell verwertet werden können. Sprich, bisher wird es auch diesen Anbietern ziemlich schwierig gemacht. Sie müssen irgendwie die kontextsensitiv die Daten rausfiltern. Genau, Ansätze, aber wir werden halt noch nicht verwendet. Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass nur wegen Cash-Flow, also die Formulierung finde ich einfach nicht korrekt.
Ich sage nicht, dass wir da angekommen sind. Ich sage, dass das da in die Richtung hingehen könnte. Und wenn man sich jetzt Facebook nimmt mit diesen 700 Millionen aktiven Mitgliedern, wenn die was umstellen, dann hat es auf jeden Fall einen größeren Impact, als wenn jetzt ein Startup damit anfängt. Genauso wie Google. Wenn Google jetzt sagt, okay, ab sofort müsst ihr alle Daten beschreiben, damit ihr in den Suchergebnissen weiter oben steht, wer würde es nicht machen? Also jeder, der irgendwie mit Suchmaschinenoptimierung sich auseinandersetzt, würde dann da auf den Zug raufspringen. Denke ich. Hätte gar keine Chance mehr sonst. Ja? Nee, das ist das Social Semantic Web. Das ist, wie gesagt, die Verknüpfung aus sozialen Beziehungen von Personen und dem semantischen Web. Also das diskutiert man jetzt als das Web 3.0? So ist es, wie es Wikipedia beschreibt und wie es jetzt derzeit zur Diskussion steht. Es gibt auch Leute, die sagen, okay, das Web 3.0 ist einfach das semantische Web und wird einfach umgenannt. Aber grundsätzlich eigentlich ist es das Social Semantic Web, wirklich, also die Verknüpfung von den sozialen Empfehlungen und von den Daten, die der Computermaschine aufbereitet. Ja, grundsätzlich natürlich schon, weil es einerseits natürlich verschiedene Services geben wird, also es wird nicht alles irgendwie sofort semantisch aufbereitet, passt ja auch gar nicht zu jedem Businessmodell vielleicht, von daher wird es da auch wieder noch andere Services geben. Nur wenn die Webseite halt entsprechend darauf optimiert wird, dass sie im Web 3.0 quasi agiert, also diese Daten wirklich so aufbereitet, dann denke ich nicht, dass man dann die Daten so bekommt, wie man sie halt finden möchte, die halt noch niemand mag zum Beispiel. Ja? Ja, ich möchte eben daran anknüpfen. Ich glaube, dass man sich dadurch total selbst einschränkt, wenn man immer nur auf das angezeigt bekommt, was Freunde gut finden, was Freunde geliked haben. Es gibt da keinen Fortschritt mehr. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Entwicklung komplett begrüße. Ja? Also das Ganze ist sicherlich gefährlich. Ich finde immer nur das gut, was meine Freunde mir empfehlen. Passiert das überhaupt? Nur weil meine Freunde auf den Like-Button geschickt haben, bin ich dann derjenige auch, der Aber so passiert es ja derzeit schon. Ich kaufe auf Facebook, beziehungsweise ich kaufe nicht Sachen, sondern ich sehe auf Facebook Sachen und kaufe sie dadurch potenziell. Ist das so? Gibt es da Statistiken aktuell darüber, dass das wirklich so ist? Ich habe jetzt keine mitgebracht, aber wie gesagt, wie man es vorhin gesehen hat mit den sozialen Empfehlungen, grundsätzlich sind die ja von Interesse und geben halt Vertrauen in die verschiedenen Produkte oder Websites. Und das Ganze ist halt so, wenn man auf Facebook irgendwie sieht, okay, mein Freund hat sich ein iPad 2 gekauft, dann bekomme ich natürlich wieder Interesse daran. Und wenn er mir dann auch noch sagt, das Ding ist richtig geil, dann ist es ja die soziale Empfehlung. Und dann passiert dieses Vertrauen in dieses Produkt zu bekommen. Mittlerweile gibt es ja so viele Agenturen, auch die bezahlen teilweise Leute, damit die auf den Like-Button klicken. Dadurch verschwimmt das Ganze so extrem, finde ich. Und mittlerweile gibt es auch so viele Fake-Profile auf Facebook, die extra angelegt werden dafür, dass die auch zum Beispiel auf ein Like klicken. Dadurch verschwimmt das viel zu sehr mittlerweile. Mag der es jetzt wirklich oder mag der es nur, weil er ein paar Cent dafür kriegt, dass er auf ein Like geklickt hat? Ja, das ist natürlich die Gefahr dabei. Die ganzen Daten müssen autorisiert werden. Wie realistisch sind die Daten dann teilweise? Hängt immer von dem User ab. Ja? Ich fand den Punkt eben sehr spannend. Also ich hatte das Recht auf die unbeeinflusste Suche, sage ich jetzt mal. Weil auch wenn man sich vorstellt, Google schaltet jetzt auch seine ganze Indexierung und das ganze Konzept der Suchmaschine, was ja doch keine kleine Nummer ist, auf so eine neue Struktur um, dann wird man zumindest mit dem Datenstand von Google nicht mehr auf unsere klassische Weise irgendwo suchen können, sondern wird das dann im neuen Zeitalter machen oder so und wird also über diese Menge, sag ich mal, an Daten, diese Möglichkeit des Suchens, die alte Möglichkeit des Suchens nicht mehr haben. Wenn sie komplett darauf umsteigen würden und keine Option mehr anbieten, die normale Suche zu verwenden, könnte das so passieren. Ich denke nicht, dass sich Google diese Funktion irgendwie verbauen wird damit. Also ich denke, das wird irgendwie parallel laufen und unter neuen Namen vielleicht eine neue Google-Suchmaschine rauskommen. Weiß ich nicht, ob die dann zwei Indizes vorhalten würden, sicher nicht. Aber es wäre halt, wie gesagt, eine andere Art, ne? Also wie man die Daten halt empfängt und wie sie auch aufbereitet werden. Von daher kann man bei der social-semantischen Suche direkt die Produkte empfehlen, viel direkter die Marken halt integrieren, viel direkter verkaufen. Also warum sollte das Google nicht irgendwie forcieren wollen, dass die Leute auch sowas benutzen? Ob es dann gut ist für den jeden Einzelnen, das muss man dann halt selbst bestimmen.
Aber ich denke, dass, der Schritt irgendwo so nicht mehr aufzuhalten ist, dass, wenn sie die Möglichkeiten haben, auch die Daten halt wirklich so aufbereiten, dass wir die Sachen kaufen. Ja? Und dann über einen Partner halt und Google daran verdient oder Facebook. Es ist unwahrscheinlich, dass Google irgendwann in der Zukunft, wahrscheinlich sogar in naher Zukunft, die Suche auch umschalten wird, dass man nur noch personalisiert, also persönlich eingeloggt suchen kann. Ja, wäre auf jeden Fall logisch, um dieses Google-Konto an sich natürlich wieder zu stärken. Weil bisher haben sie halt diese ganzen sozialen Empfehlungen nicht. Wenn sich jeder User bei Google einloggt, wunderbar. Hat Google genauere Daten, über die IP kann man es ja noch nicht so genau bestimmen. Wäre auf jeden Fall sinnvoll für Google. Und die Daten, die sie ausgegeben, wären natürlich auch viel interessanter für den User potenziell. Für den Suchmaschinenoptimierer natürlich wieder ein hartes Stück Arbeit, da irgendwie nach oben zu kommen. Ja? Grundsätzlich auf jeden Fall interessant, weshalb ich Google gewählt habe. Sie sind stärker vielleicht in der Suchmaschine, aber es geht ja bei Google vor allen Dingen um die anderen Services, also im Speziellen jetzt AdWords oder AdSense, wo die Leute Geld ausgeben, also Werbeanzeigen einbuchen und so weiter. Das Ganze hat ja irgendwie Bing eigentlich noch gar nicht so aufgebaut. Also Google hat ja eine umfassende Menge an verschiedenen Services, die allesamt benutzt werden, nicht nur die Suchmaschine, die über den User viel mehr Daten aufbereiten, als eine Suchmaschine das machen kann. Also bei der Suchmaschine würde ich jetzt weniger gerne eingeben, wo ich gerne in Urlaub fahren möchte, wenn ich eine Karte davon haben möchte. Dann gucke ich doch lieber direkt bei Google Maps, gucke mir das direkt an, bei Google Earth, wie auch immer. Und Google hat dadurch halt einfach einen größeren Fundus an Daten, die sie verwerten können. Aber klar, Bing wird da... Die kommen ja aber trotzdem erst. Also Google ist einfach schon länger im Markt und hat mit Google Analytics, AdSense und AdWords da einfach noch die Nase vorn. Also wo steckt man das Werbebudget heutzutage noch hin? In Google AdWords, ja. Und darüber bekommt natürlich auch Google die Daten. Ja? Aber dann wären ja eigentlich zwei Szenarien nur denkbar in der, ganz späten Zukunft. Zum einen, dass entweder alle Unternehmen, die nicht so super Angebote haben, beziehungsweise irgendwie nicht so gute Empfehlungen haben, dass sie am Markt verschwinden werden. Oder dass die Firmen so gute Konzepte oder Möglichkeiten haben, das zu unterwandern, diese Empfehlungsgeschichte, dass da irgendwie ein neues Geschäftsfeld sich irgendwie... Nee, aber so haben wir es ja eigentlich jetzt derzeit ja auch schon. Also, oder hatten wir es auch in der Vergangenheit mit dem Kaffeeklatsch. Wenn mir meine Freundin nicht empfohlen hat, dort zu essen, bin ich jetzt erstmal potenziell nicht hingegangen. Natürlich die Leute, die gerne Neues entdecken, die werden sowieso immer noch weiter irgendwie Shops sich auch angucken, die sie vorher vielleicht nicht besucht haben, die keine Freunde empfohlen haben. Aber bisher hat man ja eigentlich schon immer Bewertungen von Menschen vertraut, von Influencern oder von der Basis an vielen Menschen. Also wenn irgendwie 1 Million zufriedene Kunden wird ja auch immer gerne in der Kommunikation verwendet, dann gibt es ja schon irgendwie eine gewisse Vertrauenswürdigkeit und leitet mich dazu hin, dass ich in diesem Shop auch was kaufe, anstatt es woanders zu kaufen. Auch wenn es vielleicht 10 Euro teurer ist, aber ich habe ja das Gefühl, dass dieser Shop auf jeden Fall mir die Sachen liefern wird, dass er vertrauenswürdiger ist, dass ich damit nicht so viele Probleme habe. Und das wird in der Zukunft, das hat man es ja auch durch das soziale Netzwerk, wird es immer interessanter, dass die Daten auch wirklich vertrauenswürdig sind. Dass der Shop auch wirklich liefert, was er verspricht, ja? und die Sachen zurückschicken und so weiter, gibt ja auch immer wieder Probleme. Und da wären die sozialen Empfehlungen halt viel interessanter. Naja, bei Google ist ja derzeit wirklich noch das Problem. Wenn man Sachen sucht, man bekommt zwar irgendwie Webseiten angezeigt, die dieses Thema irgendwie aufgreifen, aber welche Webseite davon jetzt gut ist und welche nicht, das weiß man ja auf den ersten Blick gar nicht. Wenn man jetzt aber eine Bewertung direkt dahinter stehen hat, dann hat man schon mal einen ersten Anhaltspunkt, okay, diese Webseite ist vertrauenswürdig, diese Informationen sind vielleicht auch vertrauenswürdig oder dieses Produkt aus diesem Shop ist gut oder nicht gut. Also die sozialen Empfehlungen sind ja jetzt immer schon, wie gesagt, interessant und werden dann in der Suchmaschine natürlich noch viel interessanter. Deswegen baut ja auch Google den Plus-1-Button ein. Wie gesagt, heute Abend sollte er integriert sein. Ungefähr so? Ja, nicht so ganz. Ja, doch, schon. Nur, also ich hatte da gestern auch einen Vortrag dazu gesehen,
dass diese Empfehlungssachen, dass man die ja auch, also wenn wirklich ein Foto und eine Person, wenn man die zurückverfolgen kann, dann ist mir das auch klar. Wenn ich jetzt irgendwie, ich kann das ja auch faken, also wenn ich dann einfach irgendwie ohne Foto irgendwas mache, dann kann man das ja unterwandern und dann verliert es ja auch wieder seinen Wert. Dann kann ich ja als Firma auch hergehen und da Agenturen engagieren, die mir da positive Bewertungen. Aber genau da verliert es halt seinen Wert, weil es anonyme Bewertungen sind, die nicht relevant sind vielleicht, weil sie halt gefaked sein können. Und da wird es halt viel interessanter, diese sozialen Empfehlungen. Welche Freunde haben das empfohlen? Welche Freunde von meinen Freunden? Vielleicht wird dann auch wirklich mal der dritte Grad irgendwie von Freunden irgendwann mit einbezogen, also zweite und dritte Grad vielleicht irgendwann. Und dadurch sind die Daten dann auch viel relevanter, weil sie halt wirklich aus dem Netz an Leuten passieren, denen ich vertraue. Sprich, es wird immer an erster Stelle die Freunde stehen, die mir die Sachen empfohlen haben. Und wenn zusätzlich noch 100.000 andere Leute es gemacht haben, naja, dann wird das schon stimmen. Dann wird das schon ein ordentlicher Shop sein. Ja? Man baut eBay sowas ein, weil ich denke, wenn man die Kundenrezension betrachtet, guckt man ja auch immer nach dem Kauf, wenn man jetzt plötzlich bei der Kundenrezension eben noch einen Freund dabei sieht, der auch bereits was bewertet hat, das ist ja halt noch viel interessanter. Also ist für eBay sowas genauso interessant, eine Kooperation mit Google oder mit Facebook machen zu wollen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also gerade wenn es darum geht, dass die Menschen halt sich immer mehr authentifizieren, auch im Internet, also wirklich reelle Personen sind und nicht irgendwie unter einem Pseudonym bewegen und man wirklich sicher sein kann, dass diese Person das auch entsprechend empfohlen hat, klar, dann ist das auf jeden Fall interessanter. Nur da halt auch wieder das Problem mit dem zweiten und dritten Grad, das muss man dann wahrscheinlich noch dazu nehmen, weil sonst die Daten einfach zu wenig sind. Also von den 100 Freunden, wie wahrscheinlich ist es, dass die genau diesen eBay-Anbieter jetzt empfohlen haben? War da noch eine Frage oder doch nicht? Doch nicht. Jemand anderes? Na gut, wenn keiner mehr Fragen hat, dann danke ich Ihnen nochmal für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß auf der Webinare. Danke.